Hey Leute, hier ist Hunted. Ja, willkommen zu meinem sechsten Mino-GK. Ich habe gerade schon mal durchgeguckt, wo die stärksten Gegner sind. Alle so um die 300.000 Macht und hier fangen wir an. Anubis lassen wir hier oben mal starten. Da haben wir schon das Gebäude, wo ich proggen will. Brauchen jetzt noch einen zweiten Progg, dass schon die Truppen weg sind vom Anubis oder ein Phoenix-Progg. So haben wir alles. Jetzt muss nur noch der Buff kommen, 95%. Red Drake hinterher, 100. So habe ich mir das vorgestellt. Ich hoffe, wir haben auch keinen Helden verloren. Wir haben auf jeden Fall drei Gegner mit 300.000. Das sieht hier doch perfekt aus für Mino. Ja, Mino hierhin. Eros, Michael ist aufgeladen, 95%. Dread Drake 100. Läuft. Okay, zu 94 bin mir nicht gerade ganz sicher. Mal schauen, was wir hier haben. 306 zu 96, ja, 96 und der 94er werden es wohl sein. Und ich bin noch nicht ganz so eingespielt mit dem Mino-Bombing. Okay, da haben wir ein Gebäude, was draußen steht. Hier so ein bisschen nach einer Seite. Jeweils dann. Hier hin droppen, dass er dahin läuft. Okay. Ja, Timing ist bei mir noch nicht so ganz in Fleisch und Blut übergegangen. Okay, sieht aber gut aus. Mino. Ah, und jetzt kommen hier schon die ganzen Nervigen raus, raus, raus. Ah, Gyrokopter von Rose. Hat noch nicht ganz gepasst. So, nochmal. Müssen wir auf jeden Fall früher setzen, damit er den Buff bekommt. Okay, Buff ist da. Ach, Aries Totem haben wir da unten. Oder oben. Oh, das ist blöd. Habe ich nicht gesehen. Okay, der scheint ein bisschen trickiger zu sein. Platzieren wir lieber Anubis hier oben, damit er nicht aus Versehen Aries Totem auslöst. So, passt, passt. Schau noch. Er hat alle Buffs der Mino. Oh, und da ist ein. Los raus. Ninarktika Totem. Testen wir einmal, lassen wir mal hier auf der anderen Seite Olle Anubis reinlaufen. Ob wir das auch auslösen? Nee. Okay, dann können wir hier auf der anderen Seite den Mino setzen. Sollte auch gehen. So, also Anubis hier nach außen, alles weg. Eros hier, Mino dahin. Olle Rose. One-shottet den Eros. Ja, so kann er natürlich nicht procken, aber kriegen wir hin. So, Anubis, Eros dahin, Mino hierhin, passt hoffentlich. So, Buff ist da. Ach, jetzt hat Rose ihn gekillt. Rose ist nervig. Sie kann auf Anubis schießen, das macht uns nichts aus, aber killt sie den Mino, ist halt suboptimal. So, ein Tick Vorsprung, passt. Passt. Mino hat den Buff, muss jetzt nur noch auslösen und er hat das falsche Gebäude im Fokus gehabt. Raus. Okay. Der gestaltet sich ein bisschen nerviger. Lieber nach oben, da ist noch eine Truppe. Okay, wahrscheinlich lieber denn oben und über die andere Seite. So, Eros. Tick länger warten, haben wir. Passt. Er hat die Buffs, er kommt an und muss nur noch procken. Haben wir. 81%. Red Drake, 100. Okay, war, lief noch nicht so optimal. Muss ich noch ein bisschen mehr am Timing arbeiten. Okay. Wollen wir jetzt aber noch schnell zu Ende machen. Was haben wir hier dazu? 96er habe ich gesagt und dazu 94er auf jeden Fall. Wieder jede Menge Truppen haben wir zufällig ein Gebäude ausnehmen. Müssen wir hier oben anpeilen? Oder hier? Na, mal schauen, was wir haben. Okay, da haben wir auch mehr Truppen auf jeden Fall. Brauchen wir noch einen zweiten Proc von ihm? Ja, bei dem Gegner bin ich mir noch nicht ganz sicher, was er machen. Okay, da hat der Phoenix mal reingehauen. Nee, nee, nee. Da lassen wir ihn auf jeden Fall näher an den Gebäuden reinlaufen. Dass er ein bisschen mehr im Fokus ist. So, jetzt könntest du einmal reinprocken, damit wir überhaupt mal einen vernünftigen Test starten können. Jetzt mal hier den Eros über die Lange. Nee, ich lass mal kurz laufen. Okay, da scheint auf jeden Fall kein Totem zu sein. Das ist schon mal sympathisch. So, also Anubis. Versuch mal, ob du da nicht einmal noch zum Proc irgendwo kommst. Ein Proc brauchen wir noch. Gucken.
Eros lasse ich mal loslaufen. Mino auch. Nee, aber reicht nicht. Dann wurde Eros auch noch down gehauen. Okay. Gucken erstmal kurz den 294er. Den finde ich ja gerade sehr, sehr nervig. Ob wir hier nicht schneller vorankommen. Okay. Eine ganz entspannte Bärs ist. Zack, zack. Doch nicht so entspannt. Mal gucken, ob Mino zum Proc kommt. Nee. Müssen wir besser noch timen. Ach, Rose. Rose hat den GK dermaßen verändert. Einfach einmal Anubis hier nach drüben. Haben uns ein bisschen Zeit geholt mit den Ornis. So, 100%. Perfekt. Dann können wir jetzt uns um den letzten kümmern, wo die Basis dann doch ein bisschen schwieriger ist. Okay, Truppen. Und der Anubis kommt hier nicht zum zweiten Proc. Schauen wir nochmal. Okay, fliegt hoch, ja, ordentlich Garni. Und jetzt Proc einfach Anubis. Ah, der Phoenix hat reingeprockt. Starten wir mal einen Testlauf. Nee, aber sind noch zu viele Truppen da. Ah, und dann kommen auch gleich die ganzen Gyrokopter, die ist wahnsinnig stark. Bauen wir uns doch mal ein paar Truppen. Damit kriegen wir auf jeden Fall den Anubis zum Proc. Können ihn ein bisschen supporten. Ach, ärgerlich, dass sich jetzt hier einer so nervig gestaltet und wir hier nicht zügig durchkommen. So, Truppenspam. Zack, 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 zack. Anubis. Truppen daneben. So, jetzt hoffen wir einfach mal, dass er zum zweiten Proc kommt. Und wenn nicht, muss ich einfach nur rechtzeitig abbrechen. Nee, und Anubis ist down und es wird nichts. Eros hat zwar geprockt, aber ich glaube, Mino war gleich im Fokus. So, Truppen nebenher spam. So, Eros wird es schon machen. Und nur gucken, dass wir eventuell rausgehen. So, ist aufgeladen und er läuft ewig weit weg. Ich hätte gedacht, er hatte den Eros-Buff. Hat er scheinbar nicht gehabt oder es standen noch zu viele Truppen da. So, Anubis, restliche Truppen. Ja, ich muss natürlich noch mit darauf achten, dass die Truppen down sind. Zum Glück hat es nicht hingehauen. So, Anubis-Proc noch? Nee. Kein weiterer Anubis-Proc. Den brauchen wir. Oder ein Phoenix-Proc, der uns die restlichen Truppen da wegholt. So. Danach drüben. Truppen. Na, kriegen wir noch einen Proc raus. Sind die trotzdem schon mal. Und hoffen, naja, da war der Proc. Eros-Buff. Alles ist da. Mino ist gebufft, der muss nur noch procken. Ah, Aries Totem. Ah, da ist auch noch ein Aries Totem. Warum haben wir es vorher nicht ausgelöst? Wir hatten zwar eh das falsche Gebäude im Fokus. Okay, da müssen wir oben rein. Zack, Anubis dann hier unten rein. Hoffen wir, dass wir einen zweiten Proc rauskriegen. Ein paar Truppen. Okay, sieht gut aus. Alles ist gebufft. Ach, da war schon ein Gyrokopter auf dem Mino. Du bist nervig hier, Kollege. Okay, Truppen. Müssen wir auf die andere Seite. Truppen hinterher. Eros, Mino, Micha. So, da war der zweite Proc. Und da waren die Gyrokopter gleich wieder drauf. Das ist nervig. Ein paar Truppen noch hier setzen. Eros, Mino, Micha, da war der Proc. Nee, aber Mino nicht gebufft. Nicht vom Eros. Zum Glück war der Fail da. Ich habe es noch nicht so gut getimed. Na, aber wir kriegen es schon ganz gut hin. Es muss nur noch einmal das Timing passen. Dann haben wir es doch. Ein paar Truppen mitschicken. So. Eros, Mino, Micha. Ein Proc noch. Jawohl. 88. 100. Okay. Schwere Geburt hier, der eine Gegner. Ja, könnt mir ja gerne nochmal in die Kommentare schreiben, was verbesserungsmäßig möglich ist. Ja, Timing hat noch nicht immer ganz gepasst. 3472 Punkte. Gefällt mir schon ganz gut. Ja. Für Taiwan ist es jetzt erst kurz nach 0 Uhr. Daher bin ich bisher der Einzige, der hier großartig gespielt hat.
Ja, war, glaube ich, sogar einer bei mit über 700, na genau, 700 Punkte hier. Ja, also in diesem Sinne, Feedback ist gerne gesehen. Was kann ich noch verbessern, was kann ich rausholen? Bis auf den einen Gegner lief es ja soweit ganz gut. Timing hat halbwegs gestimmt immer. Das soll es von mir gewesen sein. Euer Mantel, tschüss.